Österreich hat etwas zu feiern. Seit 10 Jahren wird der heimische Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen gedeckt. Das bedeutet, wir erzeugen heute weit mehr Strom aus Photovoltaik, Wasserkraft und Wind, als wir verbrauchen. Möglich wurde die Erreichung der auch im internationalen Vergleich äußerst ambitionierten Energie- und Klimaziele durch einen bislang einzigartigen Kraftakt von Politik, Bevölkerung und Energiewirtschaft. Ö1 Mittagsjournal. Aus für Stinker auf Straßen. In Graz schließt mit Mitte September die letzte Tankstelle Österreichs, die neben den üblichen E-Ladestationen auch konventionelle Kraftstoffe angeboten hat. Zuletzt jedoch nur noch für Oldtimer-Fahrer. Aufgrund der fehlenden Nachfrage wird der Zapfhahn nur noch dort endgültig zugedreht.